Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Genau. Hey, schon gut. Langsam. Tja, wo werden wir denn jetzt hingeführt? Okay, kalmate. Ein höllischer Ort. Was ist denn, wenn ich zurückgehe? Ja, ist okay. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's ja verstanden. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Jetzt nicht, oder was? Morgen, Jungs. Heute. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota, die Treppe rauf. Was, wer? Hast du Idiot zu mir gesagt? Gibt's doch wohl nicht. Ja, ist ja gut, ich geh ja schon. Doch wenigstens mal gucken hier, was hier so los ist. Ja, wir sind in irgendeinem, ja, wie sich's anhört, spanischen Gefängnis oder so. Hey, schöner Tag, nicht? Sehr atmosphärisch schon wieder. Hey, und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Wie lo que hiciste a Gustavo? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muéfense. Quietense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Ah, ja. Sein Humor hat er jedenfalls noch nicht verloren, der gute Nathan. Ja, das ist halt auch, was das Spiel so ausmacht, ne? Darf ich hier lang gehen? Geh. Ja, ist ja gut, darf ich nicht. Darf ich da lang gehen? Ja, ist ja gut. Meine Güte, sind die aggressiv. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Findest du früh genug raus. Te lo advertí, pero no escuchaste. Die sind ja aber nicht gerade fein, die Jungs. Was denn nun? Was denn? Ja, ich geh doch schon. Mensch, Jungens. Das ist aber unfair, 2 gegen 1. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nicht atrás. De este encargo yo. Bien. Die sind ja nicht gerade fein, die Jungs hier. Oh, Ratten gibt's hier auch wieder. Da darf ich nicht lang. Okay. Dann sag doch. Wo bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Para. Oh Mann. Aha. Nein, nicht da lang. Okay. Okay. Oh, da geht's wieder runter. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Ich wollte schon sagen, kommt der gar nicht mit? Nach links. Ich will aber nach rechts. Da geht's aber offensichtlich nicht lang. Gut, wir gehen nach links. Ja, schon klar. Gott, irgendwie nach... Da durch. Wo durch? Da? Ach, da. Ja, doch. Da. Hier durch? Du, lass mich doch mal in Ruhe hier. Da wären wir. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen,
und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja, hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Aha. Ja, wir sollen jetzt also in irgendeine alte ehemalige Zelle da oben hin, um einen, ja, wie soll's auch anders sein, um einen Schatz zu finden. Oder ähnliches. Aber sag doch mal bitte, wie genial sieht das wieder aus? Boah. Darüber sollen wir, zu irgendeinem Tisch. Das sieht aus wie das da. Ja, ich bin mal gespannt. Irgendwo wird es doch hier auch sicherlich wieder paar Schätze geben. Also die kleinen, die wir so zwischendurch finden. Oh. Mit L können sie beim Rutschen, ja, ja, bla bla und so weiter, lenken. Ich gehe aber erstmal hier unten gucken, ob es hier vielleicht ein Schätzchen gibt. Es wird sicherlich auch mal... Oh. Interessant, wie die hier diesmal versteckt sind. Boah, hier so die Pflanzenwelt, das ist schon echt beeindruckend gemacht. Meine Herren. Ich denke, das Warten hat sich gelohnt. Der letzte Teil war ja, glaube ich, im November 2011, ne? Uncharted 3. Ah. Okay. Jetzt habe ich das verstanden, wie es gehen soll. Also wir sollen beim Rutschen mit L lenken und dann müssen wir natürlich, wie es aussieht, rechtzeitig abspringen. Oh, da ist schon eine... Oh, und... Ja, diesmal hat sie geklappt. Kinderspiel. Genau, Kinderspiel. Hallo? Da wollte ich doch noch gar nicht runter. Aber naja, es hat sich zumindest gelohnt, wie es aussieht. Ein Schätzchen. Was haben wir denn da? Sie haben einen Schatz gefunden. Was haben wir denn gefunden? Das war zu spät gedrückt. Naja, guck mal beim nächsten Mal. Sammeln Sie Schätze, Tagebuchseiten und optionale Gegenstände. Aha. Also die blinken also auch wieder so schön vor sich hin. Wir müssen bloß richtig gucken. Ah, was hier? Verwenden Sie L, um uns zum Bewegen. Aha. Ah.
Okay, wir können also Kisten oder bestimmte Gegenstände verschieben, um letztendlich ja uns, sag ich mal, einen Weg bahnen zu können. Nee. Bingo. Und weiter geht's. Ah. Unseren Wurfhaken. Ach, wie sieht das hier alles bewegt, leicht im Wind hin und her wabt. Das ist also das Gefängnis. L3 sollen wir drücken. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Klettern? Nee, vom Klettern hast du doch gerade selbst gesagt. Ja, einfach nur mal gucken. Herrlich. Freunde, Freunde. Moment mal. Von wo komme ich denn? Von da. Ich möchte mal kurz was gucken gehen. Nein, offensichtlich komme ich von da drüben erst. Mhm. Na, wir werden sehen, wo uns der Weg hinführt. Auf alle Fälle müssen wir erstmal irgendwie da hochkommen. Und dazu sollen wir ja hier mal das erste Mal den Wurfhaken benutzen mit L1. Und auf geht's. Oh, ja, ja. Ja, ja. Haben wir hier schön den Tarzan gemacht. Krass. Einfach nur. Was hier? Werfen wir den halt nochmal. Und jetzt? Okay, da soll es lang gehen, wie es aussieht. Hoppala. Sehr interessant, sehr interessant. Wie kommen wir denn darüber? Okay, nach oben geht's. Mann, da habe ich mich erschrocken. Blödes Ding. Boah. Geht das schon wieder gut los hier? Von da kommen wir, ne? Ja. Ach je. Ach je. Tja, irgendwo sind wir auf einer Insel gelandet. Weit ab vom Schuss. Ich könnte da runterrutschen. Ja. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Ja, vielleicht. Also hier muss wieder ein bisschen Timing sein. Also wir rutschen mal. Uiuiuiui. Schön gemacht. So, jetzt mal ordentlich hin und her schwingen und Alliop. Oh, ich dachte schon, jetzt sind... Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ja, wenn wir den irgendwann wiederfinden. Auf nach oben. Ja doch, ja doch. Was ist denn, wenn ich jetzt... Oh, ich fasse es einfach nicht. Einfach nur Trauma. Herrlich. So, denn da lang. Kommt hier irgendwie noch hoch? Offensichtlich nicht. Aber da irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ja, wo geht's denn jetzt lang? Doch da lang? Freunde? Da kommen wir doch gerade her. Ah, hier geht's. Hier sind wieder ein paar Riefen in der Wand.
Vielleicht doch da oben schon richtig? Oh, das sieht auch sehr stabil aus. Aber es scheint uns zu halten. Hoffentlich sieht uns keiner aus dem Gefängnis da drüben. Oh. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Das sieht immer so knapp aus. Das ist schon wieder genial gemacht. Ja, hier geht's rechts lang, da geht's links lang. Oh, was machen wir denn? Wo geht's lang? Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Ach, du Heil. Nicht mehr weiter. Komme ich da rüber? Nee, offensichtlich nicht. Heieieiei. Wieder eine feine Kletterei hier. Oh, schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Wir werden mal reingehen. Okay. Wo lang? Na, nach oben. Da unten hat's geblinkt. Ich muss da hoch. Aha. Ja. Oh. Ein Navaja-Klappmesser. Und das andere, was wir vorhin gefunden haben, war ein Katzenanhänger aus Panama. Okay. Oh, hier der Staub, der hier so flimmert. Krass. Richtig krass gemacht. So, wir gehen natürlich erstmal... Oh, was haben wir denn hier? Ein Brief. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. 1800. Ach, was lese ich denn? 18. September 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Averys Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinem Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mit mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Captain hören. 20. September. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechungen eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Na klasse. Was wird uns hier wohl erwarten? Also, schon wieder sehr geheimnisvoll hier. Ja, wir sollen da offensichtlich irgendwie da nach oben. Ich würde nur gerne mal gucken. Da geht's nicht runter. Es ging ja auch noch weiter nach oben. Kann ich hier oben noch irgendwas finden? Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Na, einige. Wir haben es doch gerade gelesen, Neven. Ja, das sieht schon wieder... Entschuldigung, Leute, aber... Okay, wir sollen wahrscheinlich... um am Seil zu ziehen, L gedrückt halten und L bewegen. Ach, L, nicht rechts. Ich habe gerade den rechten Stick.
Hola. Okay, und jetzt können wir uns wahrscheinlich irgendwie hier rüber schwingen, wa? Na denn. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Aber voll. Das ist richtig cool. Oh, sind wir natürlich genau in Sichtweite des Gefängnisses. Ah, mach doch nicht so einen Mist. Also Kraft in den Oberarm. Sam verpasst echt was. Muss er ja schon haben, der gute Nathan. Da kommen wir nicht weiter. Also doch hier die komischen, brüchigen. Auf geht's. Ja, Freunde, auf geht's und zwar ins Folgenende. Ja, nach einer lustigen Schlenderei durchs Gefängnis und einer Kletterei, ja, sehen wir denn morgen, was wir da in diesem Raum finden, was uns da erwartet. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Sage danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.